Und damit willkommen zurück hier bei Endless Space und ja, wir werden wieder die Waffenschiffe modifizieren. An eine Sache sollte man vielleicht wirklich mal denken. Manchmal ist es dann wirklich so, dass ich mir die Kommentare lese und ich mich dann selber frage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ja, es nutzt mir ja nichts, wenn nur... Also so kann ich jetzt beide Schiffe nutzen, wenn ich die entsprechenden Taktikkarten oder Kampfkarten ausspiele. Vorher konnte er halt nur mittel und wenn er kinetisch. Jetzt kann er dann zumindest noch auf Langstreckenkarten mit profitieren. Und dasselbe ist bei Day. Machen wir mal... So, dass wir 10 kinetische Waffen da reinkriegen, genau. Okay. Mittelstrecke. So. Eine weniger, machen wir da eins mehr. Mittelstrecke bestätigen. Übernehmen. Okay. Es ist alles in Ordnung. Es ist kein Grund da, warum es jetzt nicht gehen sollte. So. Dann die Schiffe. So. Wir sind dabei, gerade genau hier unten eine Invasion zu starten. Und ich hoffe, mein KI-Partner macht ein bisschen was mit. Das wäre nicht schlecht. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich den hier noch gleich den Krieg erkläre. So viele sind das nicht. Ich denke, wenn wir das so unten haben, werden wir denen den Krieg erklären, weil so viel haben sie jetzt nicht wirklich da. Mhm. Kampfflotte. Das ist gerade ganz schlecht. Was ist denn die Flotte? Wo ist dann die Flotte? Das ist... das sind doch mal genau was Wohnschiffe. Das ist schlecht. Schauen wir mal, dass wir etwas näher rankommen, auch wenn das jetzt waffentechnisch gerade da nicht passt. Viele Raketen. Das könnte echt eine hässliche Sache werden. Wir schauen dann den Namen, Systemnamen. Ist das... Also vom Systemnamen her hätte ich jetzt gesagt, das ist der... zweite Produktionsplanet, ne? Seid ihr aus dem Hangar gekommen? Nee, kann nicht sein, dass ihr aus dem Hangar gekommen seid. Er ist ja schon beschädigt. Puh. Tarnung hat zumindest geklappt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben etwas mehr Defensive. Eines seiner ist weg. Ach, das ist er. Ah, okay. Weg. Mittel. Jetzt müssen wir die Laser gut rein switchern. Mehr Glück als Verstand. Um die ganzen Raketen an. Das Schiff wird wahrscheinlich vernichtet werden. Lass es eines der beiden sein, dann ist es mir eigentlich schon fast egal. Da haben wir jede Menge Jäger, aber die sind natürlich auf Invade. Nahkampfschaden. Seine Barriere hat zumindest schon mal nicht geklappt. Das ist sehr gut. Wir haben noch keins verloren. Okay, er hat seins verloren. Soll mir recht sein. Das war jetzt nicht so schön. Quios. Wo ist Quios? Quios, ich glaube, Quios ist der Planet.
Nee, das war Aquarius. Ah, da unten hat er direkt. Wieso hat denn der die Flotte angreifen dürfen? Das ist in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, weil er so stark ist. Das ist bei Istre. Also gut, da machen wir wieder das übliche Spiel. Wobei ich eher die Taktik und dann für die kinetischen Waffen das gerne hätte. Weil feindliche... Ah, das ist halt echt das Hässliche daran. Man kann sagen, was man will. Also die Harmonies, ja, sind so ein bisschen die einfachste Spezies darin. Aber der allergrößte Nachteil sind hier diese Helden. Dass sie fehlen. Weil das sind ja nicht nur 2-3%, die besser sind. Ne? Das sind ja... Ich sag mal, die machen ja eine Flotte oh, mindestens ein Viertel besser. Gerade so Stufe 13. Abartig. Wenn man da einen guten hat. Definitiv. Also... Das ist... Ja, keine Moral. Man kann sich Produktionsplaneten machen. Das war eine schwere Niederlage. Die ganzen Flotten da. Eigentlich mit denen, weil da die meisten drin sind. Übel. Bleibt nichts übrig. Nicht jammern, nicht jammern. Raketen waren es, glaube ich, bei ihr, die hier sehr stark eingesetzt hat. Sehr viel Waffenstörung. Ich bin gerade überlegen, ob ich nur Waffenstörung mache. Im eigentlichen Sinne fast ja, ne? Und am Schluss... Kinetik. Ja. Machen in Runde 2 nochmal eine Raketenstörung und am Schluss hauen wir der richtig schön rein. Die kinetische Effizienz rauf. Ah. Ist jetzt gerade nicht nett. Ja, die ist ziemlich stark auf Raketen aus. Raketenabwehr wäre da jetzt nicht schlecht. Ja gut, beim härteren Schwierigkeitsgrad hätte da wahrscheinlich schon lange dann auch Raketenabwehr reingebaut. Kann man ja auch machen. Dann hätten sie hier ein gigantisches Problem. Deswegen mag ich... Entschuldigung. Deswegen mag ich das auch nicht, wenn auf einem Schiff-Typ nur eine Art von Waffen drauf ist, weil das zu leicht konterbar ist. Natürlich, man muss diese Schiffe erstmal bauen und haben. Ganz klar. Aber für ihn kommt das jetzt halt gerade echt beschissen, weil er... Ja gut, jetzt sendet er meine Raketenabwehr. Also macht es schon schlau, ne? So ist es nicht. Aber... Okay... Scheint gut zu gehen. So, und jetzt kriegt er richtig schön rein. Ja, macht dreimal EMP. War fast schon abzusehen. Frage ist jetzt, was verliere ich jetzt? Jetzt dürfte ich eine Menge Schiffe verlieren, weil die Raketen unbehindert durchkommen. Das ist mal ein schönes großes Schiff. Ach, das ist der Zeri. Okay. Ja, aber trotzdem nur 3 Schiffe kaputt gemacht vom Gegner, also... selber einiges verloren.
Auch drei. Einiges verloren. Auch nur drei. Ja, ich muss aber die Flotte kaputt machen da unten, ne? Wir haben eine Kampfkraft von... Ja. Ha. Wir nehmen die. Wir machen das wieder so. Wir machen einfach nur Raketenstörung. Ja, was anderes würde mir jetzt hier nicht einfallen bei ihr. Ich würde gerne meine Waffen pushen, aber die Raketen machen mir zu viel Schaden. Vor allem, es sind halt so viele Schiffe gegen nur drei. Ja, also braucht man sich nicht großartig hochzurechnen, ne? Wie viele Schiffe auf eins von meinen gehen. Je nachdem, was für eine Taktik er macht, ne? Wenn er dann auch so eine ausgewogene macht, dass er halt auf alles feuert, was er will, sind das immer noch zwei Schiffe pro Schiff, ne? Und wenn er den Henker macht, dann schießen alle auf meine ersten. Und dann macht die eigentlich ja keinen Sinn, zwei Trainer, die nur auf die ersten ballern. Ach nee, ein Superschlacht. Superschlachtschiff. Ah ja. Okay. Das zu viel. Ja, gewesen sein, wollte ich gerade schon sagen. Das ist mir zu viel. Aber er konnte das ganz gut. Wir machen gerade nur 5%, was wir weniger haben, ne? 5% weniger Schaden durch gegnerische Raketen. Und was ist das da hier? Das ist die, ja gut, Raketenabwehr. Allzu hoch ist er nicht. Oh, sein super Schlachtschiff ist weg. Sehr gut. Also kriegen wir in der nächsten Runde das Ding kaputt. Aber das hat mich jetzt einen Haufen gekostet. Ey. Ja, ohne Helden muss man erstmal klarkommen, ne? Weil Helden sind einfach zu genial. Achso, ich wollte gerade sagen, gibt's doch gar nicht unten mal nur eins, aber das da oben hat nachgezogen. Okay. Das war ein teurer Sieg. Ein ganz teurer Sieg sogar. Eieieiei, das war keine schöne Schlacht, nein. Also wenn ich solche Fehler mache, wenn ich das eine Schwierigkeitsstufe höher mache, dann ist mir auch nicht mehr zu helfen. So. Vereinen. Na, irgendwo hat da wieder was nicht geklappt. Und vereinen. Haben wir da noch ein Schiff mit einem Punkt? Wobei wir. Wenn die alle nur einen Punkt haben, ne, dann können wir da drei rauslösen. Und die bedienen vereinen. Die lassen wir. Hier unten sieht's gut aus. Hier oben Blockade. Das ist nicht so schön. Hier oben kommt da allerdings an. Okay. Okay. Ja, das ist akzeptabel. Die Luftflotte würde mich mal interessieren. Ja, 20%. Ich hätte Raketenabwehr nehmen müssen, weil klar, logisch, wenn dann natürlich nur 20% abgewehrt werden und das nur in der ersten Runde, das muss man sich mal überlegen, ja? Das war ein Fehler. Darf nicht geschehen. Wirklich nicht. So. Lassen wir den Gegner. Was gibt es denn? Es ist unglaublich alt. So alt, dass selbst die Energiesysteme der Infiniten ausgefallen sind. Eine umsichtige Erkundung und Ausbeutung des Wracks ist schwierig, aber mit Sicherheit sehr ertragreich. Wir bekommen 150 das. Yay! Ein ganz neues Kolonieschiff wurde in dem zuletzt von Spielern kolonisierten Schiff das System gebaut. Brauchen wir nicht. Die günstigste Technologie wird entdeckt. Pff, ja, dann machen wir das. Es ist egal. Die günstigste Technologie. Ach so, Moment mal. Ja, halt, stopp. Das ist wieder so die Frage. Ich glaube, das hatte ich nämlich schon mal. Wurde nie geklärt. Wenn ich jetzt alle, ja gut, mein, ich denke mal, das ist so eine dann, ne, wo im Baum direkt
ranfolgt, ne, da kann er ja raussuchen. Also hier zum Beispiel die, das da. Oder das, was ich derzeit erforsche, ne? Dann wäre natürlich so die Frage, boah, das geht so einigermaßen. 7 Runden, aber für normalerweise ist es kein großer Gewinn. Ja, 17 Züge, das wäre nicht schlecht, das könnte ich anklicken, ne? Ob ich das dann bekomme in der nächsten Runde, ist die Frage, oder was random. Was war hier nochmal? Hier wären es 9 Züge. Mach mal weg da. Ich will es gerade testen. Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe das schon mal gehabt. Jetzt machen wir das. Wenn ich das jetzt kriege, dann die Technologien, die ich tatsächlich ausgewählt habe. Wenn ich es nicht bekomme, dann, naja, sucht er sich halt random die günstigste aus, ne? Ach, shit. Vor lauter Blabla habe ich diese Flotte da vergessen. Puh. Ist das hier wieder? Wieder nur Raketen? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gerade doch nochmal so vor. Machen Raketenabwehr, kontern ihn. Deswegen, ich habe, also einen Waffentyp habe ich ungerne drauf, weil zu einfach konterbar. Und deswegen eigentlich immer zwei. Klar, wenn man eine, ja, aber selbst wenn, die können immer einen Konter haben. Selbst wenn ich die höchsten Waffentechnologien dann am Ende habe. Ja, so ist das Leben. Hart, grausam und gemein. So. Er macht wieder dasselbe. Hat er wieder so einen Superkreuzer dabei? Zerstörer war, glaube ich, das Höchste, was ich gesehen habe. Aber die sind schon gut zerstört. Gut, auf der anderen Seite, jetzt müssen wir die Schiffe wieder nach Hause schicken, modifizieren, um Raketenabwehr drauf zu packen. Und man damit aber gerechnet. Ganz ehrlich. Das wird wahrscheinlich auch nicht die einzige sein. Und auf Hart würde jetzt der Gegner das zum Bleistift machen. Also er würde es jetzt zurückschicken und die Schiffe verbessern. Ne? Könnte ich ja mit meiner gesamten Flotte auch machen. Recht fix sogar, aber bin ich zu faul. Nicht bei dem Schwierigkeitsgrad, aber das ist doch nicht der Rede wert. Okay, aber wir sind in der ersten Runde durch. Gut, jetzt macht er Blockade, aber nicht so viel. Ein Schiff nur verloren und die anderen noch nicht mal angekratzt. Bisschen. Ja, nicht viel. Das ist in Ordnung. Ich habe jetzt nur nach grünen Balken geguckt, übrigens. Obwohl wir recht schlecht getroffen haben, ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwas ab ist. Müssen wir noch eine Runde warten? Nein, ich hab... Nee, stimmt nicht. Ich hab da oben drauf geklickt. Er hat also tatsächlich random eine rausgesucht. Okay. Schade. Da unten. Naja. Oder sonst wo. Wir wollen das da wieder haben, ne? In Ordnung. Da kommt was an. Das ist wieder nur Pillepalle, Pillepalle. Hier oben hat er noch jede Menge Invasionsschiffchen. Beim Feind ist er. Sollte er hinkriegen, nur noch die hier. Warum nicht da reinfliegen? Ah, braucht noch eine Runde. Okay, 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 ich hab's verstanden. Das machen wir noch. So. Noch zwei Runden. Da unten nochmal so lang, da oben. Wobei, dann ist es da nur eine neue Flotte da. Ja, das ist er wieder. Ja, er macht's halt. So, das sind die wieder, ne? Ja, dann machen wir wieder Raketenabwehr. Ich denke, das hat's am meisten gebracht jetzt dagegen.
Vor allem, die haben nicht so viel Waffen drauf. Ich sollte vielleicht eine Kampfflotte dort unten hinsetzen. Das verleitet den Gegner irgendwie dazu zu sagen, guckt mal einen Carbulator an, das ist voll der Noob. Ah. Jetzt ist das Bild zumindest mal richtig rum gewesen. Wir waren schon um den Planeten, er musste erst zu uns kommen. Ist das dann auch ein, was war das? Ein Tundra-Planet? Nee, nicht Tundra, wie heißen die anderen? Terranischer? Ihr wisst, was ich meine. Also, dann ist, glaube ich, die KI richtig. Ich finde das schön, wie die Schiffe immer so ausbrechen. Ich überlege gerade, ob das im Weltraumkampf so möglich wäre. So, ja, so unkontrolliert zu trudeln. Bestimmt, ja. Warum auch nicht, ne? Wie heißt dieser Planet? Terranisch? Ich glaube Terranisch, ne? Na! Ja, gib mich da mal rein hier, ja, Terranisch. Ich überlege gerade, wie das in dem anderen Spiel heißt. Ich werde jetzt nicht drauf kommen. Ich werde später irgendwann drauf kommen, denke ich, hoffe ich. Und in diesem Sinne werde ich jetzt die Runde auch beenden und bis zum nächsten Mal sagen. Also tue ich das auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.